Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, zweiter Teil, Trigon zwischen Merkur und Neptun. Spontan fällt mir dazu nur ein, These, Antithese, Prothese, Synthese, Synthetik. Sehr merkwürdiger Aspekt, weil in der Grundenergie würde es, also wenn man das in einem Horoskop zum Beispiel hat, steht Merkur, Neptun für eine spirituelle Einstellung, vielleicht religiöse Einstellung. Könnte sein, dass in der Kindheit die Eltern sehr religiös waren und dass man eben die Kinder oder den Träger dieses Aspektes oder die Trägerin dazu animieren wollte, auch sozusagen sehr religiös zu sein. Und das kann dann oft den gegenteiligen Effekt haben, dass man dann sehr antiklerikal, antireligiös eingestellt ist, also ganz, ganz witzig, kann aber auch umgekehrt sein, wenn man in einer atheistischen Familie aufgewachsen ist mit so einem Aspekt, dann hat man wiederum entgegen der Ansicht der Eltern eine sehr spirituelle, religiöse Einstellung und ist auch hier wieder die Spannung so ein bisschen vorhanden. Auf jeden Fall gewährleistet Neptun immer wieder eine reiche Versorgung mit Intuition. Man hat sozusagen einen sechsten Sinn. Das Denken Merkur wird sehr stark von dem gigantischen kosmischen Potenzial Neptuns beeinflusst. Und das Ganze findet noch auf Wassermanngraden oder schon, vielleicht schon ist besser, von der Sicht Neptuns, der rückläufig ist, ist es ein noch und aus Merkurs Sicht ist es ein bereits oder schon, weil es relativ frische Wassermanngrade sind. Wassermanngrade von 25 Grad bis 27 Grad 30. Das heißt, wir sehen hier eine rasante Eingabe, also schnelle Erkenntnisse dürften hier über wen oder was auch immer kommen. Und wer das ist, das erfahren wir aus Merkur, Herrscher von 1 und Herrscher von 10. Offensichtlich kommt es im gesamten Land, aber auch bei den Stadtzipaten oder im Kreise der Stadtzipaten zu grandiosen Einsichten und Erkenntnissen, die teilweise im religiösen Takatuka-Länderbereich angesiedelt sind, weil Neptun natürlich auch ein bisschen zu Wunschdenken, zu lebhafter Fantasie, zu Takatuka-Länder-Illusionen neigt. Wir haben in diesem Aspekt noch eingeschlossen oder noch dabei oder mit an Bord Sonne als Herrscher des 12. Hauses und in Doppelopposition auf 27 Grad, aber das ist eine schöne Opposition, Pluto, rückläufiger Herrscher des 3. Hauses im 5. Haus. Also einer Wirtschaft, der es schlecht geht, Handel und Industrie, der es schlecht geht, Spitze 3 im Skorpion ist jetzt nicht so das Grüne vom Ei, und Pluto rückläufig im Steinbock ist jetzt auch nicht der Erfolgsgarant für harmonisches Wachstum, eher das Gegenteil ist hier der Fall. Also ein durchaus durchwachsener Besetzungspunkt der Wirtschaft. Hier in Opposition zu Merkur und Sonne. Das heißt, die Opposition zeigt immer auch einen Verlust an. Also das heißt, hier hat sich etwas sehr weit auseinanderentwickelt. Auf der einen Seite das gesamte Land, unsere Heimat, dann hier die Stadt Zipaten und auf der anderen Seite Wirtschaft, Handel und Industrie stehen einander fast schon feindlich gegenüber. Also das heißt, hier versucht, hier sehe ich ja schon regelrecht den Versuch, ja, etwas kaputt zu machen aus dem Haus, aus dem 10. Haus. Also sehr, sehr interessant. Und natürlich Pluto zeigt auch einen Leidensprozess an. Neptun, Herrscherin des 7. Hauses,
steht für Verträge, für Handelspartner, aber auch für Feinde und auch für den Krieg. Steht auch für den Krieg. Also das heißt, hier würde ich sagen, haben wir ein sehr unklares Verhältnis, auch wenn es ein positiver Aspekt ist. Trigon sagt man, ist ja positiv. Aber so sehe ich doch ein sehr unklares Verhältnis des ganzen Landes zu Vertragspartnern, dass zum Beispiel Verträge nicht mehr eingehalten werden können. Ja, große Schwierigkeiten, große Spannungen. Sonne, das Herrscher des 12. Hauses, verstärkt natürlich die negativen neptunischen Kräfte und schwächt die Kraft des Trigones deutlich ab. Denn hier geht es bei der Konjunktion zwischen Sonne und Merkur. Wir hatten zuvor die Konjunktion zwischen Merkur und Sonne. Aber ich habe mich für diesen Aspekt entschieden, für das Trigon gefällt mir. War für mich aufregend, spannender, weil Sonne-Merkur-Konjunktion, da ist kein echter Umlauf, der immer wieder von vorne beginnt, sondern die beiden entfernen sich nie sonderlich weit voneinander. Wir haben hier Merkur und Sonne miteinander vereint, was die Häuser 1, 10 und 12 miteinander unselig verbindet. Das heißt, wir haben hier den Betrug durch die Stadtzipaten spürbar im gesamten Land. Aszendent Jungfrau, auf Jungfraugraden, glaube ich 1359 hatten wir richtig, ist von 1230 bis 15 Grad die Jungfrau. Das heißt, hier haben wir meines Erachtens die 27. Und es geht hier um großen Ehrgeiz, um Fleiß. Man möchte etwas schaffen, man möchte etwas sozusagen gestalten. Aber man nimmt sich zurück, man ist bescheiden. Da hätte die 14 auch gut gepasst. Ja? Man nimmt sich zurück, demütig. Und trotzdem wird es nichts mehr. Das wird nichts mehr. Das heißt, wir haben hier große Probleme mit den Handelspartnern. Es schaut sehr, sehr unsicher und unklar aus und wir wissen, dass es tatsächlich auch so ist. Schön, dass das Horoskop diese Energien wieder so exakt widerspiegelt. Die Konjunktion zwischen Sonne und Merkur findet im 11. Haus statt. Sonne auf Steinbockgraden, Merkur auf Wassermanngraden. Die Lüge ist noch sehr, sehr hartnäckig. Im Krebs. Starker Bezug für das Volk. Wir sehen auch Spitze 4., 10. Haus und 4. Haus auf Krebsgraden. Auch hier wieder der Bezug zur Bevölkerung. Vermutlich versuchen die Stadtzipaten tatsächlich noch irgendetwas für die Bevölkerung Positives zu tun. Ich will ihnen ja nur das Beste unterstellen. Aber wir erkennen aus diesen starken neptunischen Besetzungen und aus der Doppelopposition zu Pluto, dass es nicht funktioniert. Pluto bringt auch noch den Faktor Macht und Kontrolle mit ins Spiel. Im 11. Haus bedeutet es, dass versucht wird, gemeinsam mit den verbündeten Staaten, mit den alliierten Staaten, sozusagen hier in Bezug auf Handelspartnerschaften etwas zu retten. Wir sehen aber gleichzeitig, dass der Herrscher oder die Herrscherin des 11. Hauses exakt am Deszendenten steht, ziemlich genau. Mond steht auf 14 Grad 9, Deszendent 1359, also 10 Minuten. Sehr, sehr enge Besetzung. Und aus dieser engen Besetzung lesen wir natürlich auch heraus, dass es bei den Verbündeten sehr große Auflösungserscheinungen gibt. Also wirklich große Auflösungserscheinungen. Man kann richtig sagen, der Mond geht hier jetzt unter. Der Mond in den Fischen steht auch für Rückzug, für Distanziertheit, für die Ich-Auflösung.
Man spielt etwas vor, ja, den Harten, den Coolen, was aber nicht der Fall ist. Hieraus erkenne ich, dass wir einen sehr starken Prozess der Entsolidarisierung unter den befreundeten alliierten Staaten derzeit erleben. Spitze 11 des Haus befindet sich auf 16 Grad. 26, das sind Waagegrade von 15 Grad bis 17 Grad 30, was bedeutet, man möchte sozusagen noch den Schein wahren, man ist diplomatisch, man ist freundlich, du weißt ja die diplomatischen Floskeln, die da verwendet werden, aber in Wahrheit schaut es nicht sehr gut aus. In diesem Horoskop haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Planeten im dritten Quadranten, im geistigen Quadranten, im Geistesquadranten. Das heißt, hier sollten viele Einsichten erfolgen. Nur haben wir die Spitze des siebten Hauses in den Fischen. Und würde sagen, sehr kulminierend, also 14 Grad, ist jetzt nicht weit von 15 entfernt, also das heißt, hier ist die Täuschung leider noch immer sehr groß. Schauen wir mal, ob wir im dritten Teil der Täuschung ein Ende bereiten können, indem wir uns Saturn, Mars, Uranus und Venus näher zuwenden werden. Ende.